So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Dom dabei. Gut, doch. Und wir gucken uns heute an Grixis Control gegen BG Chains. Yes. Da bin ich mal gespannt. BG Chains, das Chains bei uns ja sehr beliebt. Ja. Sowohl als Bug als auch als BG. Wilver Bloom und Chain of Smog. Yes, sehr, sehr geile Kombo. Auf deiner Seite Grixis Control. Standard wahrscheinlich. In irgendeiner Variante. Ja, Cola Guns Command, Snappies. Wie heißt das nochmal? Hidetsugu Consumes All. Ja. Strix und Snappies. Yes! Die sind natürlich dann richtig, richtig cool. Ja, und BG Chains halt auch. Boah, Removal, Discard, Combo Finish. Yay! Wobei, ein Kriegscontrol hat auch gut viel Removal. Das ist genau der Punkt, weshalb ich glaube, dass Kriegscontrol hier ein bisschen vorne ist. Boah, ja. Ich meine, AB-Kombo kann Kriegscontrol nicht so vieles gegen machen, aber... Nee, so hat Reanimator willst du nicht sehen. Nee, denke auch nicht. Außer du hast eine krasse Hand. das stimmt schon. Ja. Starten tut hier BG Chains, hat auch schon eine Chains auf der Hand und ein Thoughtseize. Joa. Und dann sieht man erstmal eine Hand. Brainstorm, drei Fetches, eine Sanctuary, ein Snappy und eine Strix. Da würde ich auf jeden Fall den Brainstorm nehmen, oder? Ist das ein Brainstorm? Das ist ein Narset, wo? Das ist eine Narset, ja. Das ist eine Narset, okay. Boah. Dann würde ich vermutlich die Strix nehmen. Ja. Irgendwie so weit. Ja, krass. Aber das ist eine sehr, sehr slowe Hand. Und ohne die Strix macht die, glaube ich, echt nicht viel. Nee. Nicht wirklich. Weil es halt wahrscheinlich so dieses, ja, mal probieren. Die anderen Seite, die Narset. Ja, ich wollte gerade sagen, die Narset findet dir halt ungemein viel. Ne? Ja. Auf der anderen Seite ist es halt, er hat Bob und Library. Die Library wäre halt kacke, aber der Bob zieht halt keine Karten, sondern die trifft die Hand. Also. Ja, ja, das passt schon. Ja, okay, auf der Library musst du halt einfach nichts bezahlen. Das ist dann halt so. Ja, genau. Das ist halt, glaube ich, dann der Punkt, wo man hier sagt, okay, man nimmt die Narset, weil man in die Library gehen möchte. Einfach für den... Also das Spiel wird lang gehen. Punkt. Deswegen... Oh, ich glaube, jetzt hat nur Grixis Control gerade eben noch ein Land gezogen. Das ist natürlich dann auch herrlich mit vier Ländern. Auf der Klassiker. Da kommt der Bob. Alles klar. Draw. Noch ein Land? War das ein Sumpf? Ich glaube. Ich glaube, das war ein Sumpf. Das sind natürlich dann die Draws, die man nicht haben will, aber mit Double Fetch to Strix kann man das jetzt machen. Fetch ein. Oder so ein Ponder oder so. Ja, Ponder Brainstorm wäre ganz gut. Brainstorm wäre halt jetzt Premium. Sahne. Vor allem, wenn man den die Mystic Sanctuary zurücklegen könnte. Ja, und dann einfach auf irgendwas fetchen kann. Das wäre schon wirklich, wirklich gut. Ja, ansonsten... ein Removal wäre mal gut. Wenn der Bob zu lang liegen bleibt, wird's schwierig. Das sieht nach einem Ponder aus. Okay. Das ist ein Brainstorm. Das ist noch ein Brainstorm und eine Strix. Das sind zwei Force. Sicher, das eine sieht aus wie eine Ding. Spannend. Nee, das unten ist auf jeden Fall ein Brainstorm. Ich sehe den Dum-Dum, gib mir mein Gum-Gum. Lässt man auf jeden Fall irgendwas auf die Hand gehen. Wahrscheinlich das Force. Force und dann nimmt man die Strix und zieht dann vielleicht damit noch das Brainstorm oder sowas als Plan. Das ist, glaube ich, ganz gut. Da ist ein Bob-Angriff. Oh. Bob Beat für zwei. Ja, ist halt so. Jetzt würde ich auf jeden Fall die Library droppen. Ja, ja. Ich glaube mal heute. Wenn man jetzt eine Force hat, würde man das Force, glaube ich, ballern. Und wie gesagt, ich glaube wirklich, das war ein Brainstorm, das hätte ich gesehen. Ja. Dann war es wirklich ein Brainstorm. Das heißt, man nimmt jetzt noch den zweiten Brainstorm. Da ist das Force, Brainstorm, Force und Ding. Und noch ein Land gefunden. Ja, dann nimmt man das Mystic Sanctuary und das Duel weg, glaube ich. Ja. Komm, das ist ziemlich mies. Dann legt man Land. Strix. Strix wäre gut, ja, das stimmt. Double Fetch dafür ist schon natürlich heftig. Aber hat man noch ein Fetchland?
Boah, ich habe die Hand gerade nicht im Kopf. Das ist also der beste Move. Ja, ich weiß zufällig, was oben drauf liegt. Upsi. Ja. Genau, dann nimmt man hier Shiny Badlands, würde ich nehmen. Ja. Blau hast du genug. Und wenn du schon auf Duels gehst, dann nimmst du jetzt Badlands. Jo. Yes. Und dann nimmst du Strix. Dann hast du doppelt schwarz, brauchst du aber glaube ich nicht, aber auf jeden Fall rot. Und der kann dir nicht schwarz und blau nehmen. Ja, das stimmt. Stimmt. Hätte man sogar überlegen können, ob man hier das blau-rote und das rot-schwarze raussucht. Und dann wäre man von schwarz abgeschnitten. Ich glaube, schwarz ist wichtiger als rot, oder? Ja. Ja, da sind die Zugkonsums. So, jetzt hat man noch einen Force auf der Hand mit einem Blau-Pitch, noch einen Snappy. Ja. Uiuiuiui. Das ist ziemlich gut mittlerweile. Ja. Da ist eine Dried Arbor für null Damage. Oh, Alter, wie sie es gehört. Bob ist halt manchmal auch so ein. Ja. Dann ein Library-Trigger für den Draw. Zieht man noch weitere Karten. Das ist die Frage. Wenn du die Combo hättest, würdest du dafür gehen, extra eine zu ziehen? Obwohl, jetzt würdest du die Combo wahrscheinlich auch nicht mal schmeißen. Das Problem ist, es fehlt ein Land. Also man hat ja noch sowas wie Vale of Summer, wahrscheinlich ein Mainboard, weil blau oder schwarz sind die meisten Decks. Ich wollte halt vorher irgendwie ein Discard werfen. Mm, genau das. Man nimmt eine, das ist ein Endurance. Im Mainboard? Uiuiui. Ja, finde ich spannend. Ja, vor allen Dingen mit dem Snappy auf der Hand bei Krixis. Ui. Und ein Green Sun. Green Sun hier natürlich meiner Meinung nach immer noch ein MVP drin. Weil er findet halt Grist, er findet den Combo-Dude. Ja. Ist schon ganz cool. Den Endurance zum Beispiel auch noch. Mhm. Der kann da, oder jetzt Dryad. Aber die ist halt auf der Hand. Dryad ist halt ganz nett, weil man damit tatsächlich den einfach den Gimp-Move machen kann mit Fetch in der ersten Runde. Ja. Also Fetch im Sinne von Green Sun Zenith auf den Loot. Fetch Ramp, bumm. Da traden die beiden. Jo. Dann, ja. Das war easy. Noch ein Bob. Den konnte man ja. Ist die Frage. Ich glaube, kontern muss man den nicht. Nee. Dryad aber nach vorne, wie es sich gehört. Ja. Dann Card Draw. Noch ein Hilzu. Macht der die Dryad Blood? Online Permanence, oder? Ja. Mist. Mist 2. War das ein Fury? Nee, da ist kein Fury dran. Das eine war ein Fetch und das hintere weiß ich gerade gar nicht. Na, da geht ein Hilzuges weg. Noch das irgendwas. Auch nicht. Irgendwas Fullartiges. Das kann eine Menge sein bei Mensch, mir. Können Menschen nicht einfach irgendwelche Non-Full-Art-Karten spielen? Die erkennt man wenigstens. Ja, weinleise. Ja, es scheint kein Fetch dabei zu sein. Ist das ein Schokolade? Nee, da ist kein Schokolade drin. Oh, da ist noch ein Fetch. Ein Fetchland. Jetzt ist die Frage. Ach, das ist ein K-Command. K-Command ist natürlich auch richtig nice. Ist die Frage, ob man den K-Command schmeißt oder einen Bolt. Ja, den Bob würde ich erstmal bolten. Ja, Bolt den Bob. Dann wäre die Frage, ob man jetzt nicht die Strix ausspielt mit einem Fetch. Ja. Aber dann hat man nur noch Nude Zuges, Konsums All und Cooler. Also man kann keine blaue Quelle mehr. Der Snappy ist noch auf der Hand. Fürs Force. Der Snappy ist noch auf der Hand, hat man den nicht gebrainstormt? Stimmt, das ist eine gute Frage. Das ist eine richtig gute Frage, die ich hier gerade tatsächlich nicht beantworten kann. Ich müsste gerade mal wissen, wie viele Handkarten da sind. Mhm. Man sieht es aber auch nicht. Doch, der Snappy ist noch drauf. Ja, hinten ist ja, der Snappy. Ja, okay. Dann haben wir noch das Force plus Pitch, das ist schon mal gut. Ja. Weil ansonsten wäre es nämlich schwierig geworden, da was zu machen. Jo. Das sind aber, glaube ich, nur noch. Das ist, glaube ich, Fetchland. Land und. Was ist das andere? Ich sehe es hinten nicht. Nimmt eine extra. Boah. Das ist gegen. Das Endurance. Stimmt, Endurance war noch oben drauf, ja. Mhm. Endurance ist jetzt halt auch so. Widerlich. Ja. Ja, man kann jetzt Green Sun für. Also man könnte jetzt einfach dafür gehen. Man könnte jetzt sagen, Green Sun für den Dude, Chainers mag mich selbst, go for it. Und dann gucken, ob es funktioniert. Mm. Boah. Aber ob es funktioniert, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Also im Sinne von, glaube ich nicht, wegen dem Force. Man hat, glaube ich,
einfach ein Mana wieder zu wenig. Es ist jedes Mal so, dass man irgendwie ein Mana hinterherhängt. Ja. Okay, kriegst du es interrupted gerade auch nicht viel. Nee. Green Sun für zwei. Da kommt das Force. Dann muss das Force kommen. Warum? Weil da auch der andere Kram kommen könnte. Ja, da kommt's auch. Ja. Ja, okay, für zwei. Okay, du weißt halt nicht, ob er für zwei drinnen hat. Ne, wenn du weißt, dass du gegen Chains spielst? Ja, das ist die Frage. Zwei könnte halt auch viel anderes sein. Yes. Golf. Den bekommt man zum Beispiel nicht weg. Golf, stimmt. Die sind da jetzt oben bei Krix, ist noch auf der Hand, auf die Hand gekommen. Ach, war da ein Schock, ein Fetchland, okay. Mm. Puh. Ja, da könnte man jetzt einfach. Ja, man Kolagan aufbewahren ist, glaube ich, besser als. Ja, glaube ich. Des Zuges zu spielen. Einfach nur aus dem Grund heraus, dass man halt sagt, okay, damit kann man halt instant die Count. Man kann die Combo einfach unterbrechen. Mhm. Und das stimmt. Das kann man sonst halt nicht. Und dementsprechend ist es, glaube ich, einfach wichtig, die zu halten für den Kolagans. Da kommt der Fetch. Für Swamp oder Duel. Mhm. Vermutlich Duel. Ja, damit der Schrott oben vom Dings weg ist. Ein Swamp. Oh, für Swamp. Spannend. Mhm. Schöne Swamps, by the way. Ja. Guten Upper Clans, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Dann also nicht mehr so billig, die Dinger. Dann kommt die Library. Da ist der Dude. Mhm. Da ist der Dude und zwei Länder, richtig? Das sieht fast so aus, ja. Oh, nee, ist ein Edict. Nee, es hat ein Edict. Okay, das ist relativ egal. Dann sagt man go. Man hat die Combo auf der. Ja, man weiß nicht, dass man gegen Chains spielt. Du discardest, ich nehme eine Kreaturzug auf die Hand. Oder schießt zwei Schaden auf die Dryad. Aber, ja, so oder so. Schwierig. Ja klar, bisher hat man noch nicht gesehen, was dagegen irgendwie funktionieren würde. Mhm. Ich würde ja. Das Manu spielt halt gern mal Junt. Das stimmt. Es könnte einfach ein Junt sein, was kein Rot zieht. Aber. Also ich würde jetzt einfach knallhart dafür gehen. Ich würde jetzt ein Ding abwerfen, eine nutzlose Karte, würde jetzt einfach in die Kombo gehen. Natürlich. Da geht die Strix auf die Hand und dann mal gucken. Dann zeig mir, was du hast. Dann Strix kann halt auch Fake sein, dass du ein blau Pitch and Force brauchst. Ja, aber das ist halt das so. Das ist jetzt Bam. Einfach im und Problem. Dann, yep. Problem. Riesenproblem. Genau, und dann spielt man den Smog, target sich selber, kopiert sich ja, 40 Millionen Mal und der Gegner verliert 40 Millionen Leben und man kriegt 40 Millionen Leben. Ja. Das ist der Plan. Man kann darauf noch reagieren, indem man Removal spielt und dann halt mitten in der Chain die Combo unterbricht. Ja, also nach dem Motto, wenn ich zweimal gekopiert habe und keine Handkarten mehr, dann schieße ich dir einfach den Wilderblumen ab. Genau, habe noch Free Discards bei euch bekommen für ein bisschen Leben, das ist okay. Ja. Sideboard. Ich gehe nicht davon aus, dass du Kriegs Control Blood Moon spielst. Nee. Ich kann mir überlegen, ob überhaupt so in der Richtung interessant wäre. Du könntest, wenn du hast, ein Gravediggers Cage spielen, aber der ist halt, zwackt dich halt selber schon ordentlich. Der zieht dich selber runter, das stimmt schon. Ist die Frage, ob man überhaupt. Oh, da ist ein Bloodmoon tatsächlich drin. Da ist einer drin. Krass. Spannende Liste. Aber viel sehe ich da nicht. Das ist eine Lilie und das war's. Nö, das ist halt auch nicht eine Karte gesagt oder wie. Auf der anderen Seite, Biggie Chains, hier wahrscheinlich den ganzen Blue Hate jetzt noch reingenommen. Mm. Mit wunderschönen, was sind sie, Carpets? Ja, Carpets. Was kannst du noch spielen, wenn du sie nicht schon ein paar Mal Main hast? Auch die Veil. Mm. Also da kann schon eine Menge rumfliegen. Anderen Discard. Ja, ich glaube Veil ist sogar Mainboard, wenn ich mich richtig entsinne. Das ist halt vom Prinzip her wird es Sinn machen. Da ist ein Narset. Da hat man sonst nicht viel gesehen. Da war, glaube ich, ein Chains auf der Hand beim BG. Ja. Land. Fetch.
Ponder. Ja. Ich finde es halt super interessant, wie gerade diese Big Chains-Spieler, beziehungsweise auch nicht dieser Big Chains-Spieler, sondern generell die Chains-Combo-Spieler, was für eine Entwicklung die jedes Mal durchmachen. Am Anfang ist es so, ganz oft spielen sie einfach nur sehr defensiv auf ihre Combo, bis sie die Combo safe durchbringen können und gewinnen dann. Jupp. Irgendwann später gibt es auch so Leute, die habe ich auch durchgemacht, die einfach Turn 2 einen Bob droppen und Turn 3 sagen, Chains dich. Wenn der Gegner zurückchainst, chain ich dich. Ja, und der Bob sagt einfach, der Bob zieh mehr Karten. 2 Karten im Vergleich zu dir und gewinne dann einfach damit. Und das ist, finde ich, boah, so, so spannend, ja, dass so wenige Leute, das machen auch so viele Länder, sind Dreck, drei Länder. Das sind Forzis, auch schon wieder so viel Land, ja. Krass. Duel into Kabaltherapie. Spannend. Yo. Damit sagst du eigentlich Safe Force oder Brainstorm an. Jetzt sind es ein Narset, ein Forzis und Geodrits Edict. Okay. Da ist nicht so viel. Nee, aber das Edict ist wenigstens ein Instant. Dann zeig mal Fetchland, Thoughtseize. Thoughtseize und dann zeig mal, was du hast. Bob, Endurance. Was Surgical. Ah, ja. Sudden Edict und Green Sun. Würde ich fast den Green Sun nehmen. Oder den Bob. Green Sun oder Bob? Ja, den Bob kriegst du gehandelt. Nimmst den Green Sun. Jo, du kriegst das Edict, klar. Ja, nimmst den Green Sun. Ich finde es halt immer noch spannend, dass wir so viele Edicts mittlerweile haben, dass jeder sich so seinen Lieblings-Edict raussuchen kann. Zwischen ja, auch kann je nachdem, gekontert werden, Token Removal oder. Je nachdem, wo das halt rein passt, weil die, ja, weil so eine Control-Liste kann halt locker einfach das She-Aldrits nehmen, weil den Counter-Backup hast du und meistens ist es wichtiger, noch einen Planeswalker loszukriegen. Die Sudden-Edict-Spieler sind meistens so wie BG oder die Mono-Black-Control, die safe den Removal brauchen. Ja, das stimmt. Das ist halt schon wichtig da. Also ich würde hier wahrscheinlich trotzdem mit dem Bob schlagen. Ja, klar, du musst den baiten. Nehmen wir jetzt noch ein Duel? Jetzt sieht man konstanter auf Basics. Jupp. Nur für den Fall das. Da kann sogar sein, dass die eine Karte, die gesideboardet wurde, der Edict-Effekt ist. Die Karte, die von Kicks Control gesideboardet wurde, war die Liliana. Die minus 2, minus 1 gibt. Die Last Hope? Ist die Last Hope? Ja, die ist Last Hope. Ja, okay, die rüstet Bob ab. Die rüstet bis auf den Wilderblumen ziemlich viel ab. Boah, ich würde den hier Gegner hier nicht ziehen lassen. Ich würde das Ding einfach edicten. Ja, musst du eigentlich auch. Ja, aber es ist nicht so einfach, weil man macht halt sonst nicht so viel. Man Handkarten hat. Ne? Man spielt halt, trotz dass man gestartet hat, gefühlt hinten. Ei, Donau. Wobei ich das Sudden Edict immer noch sehr spannend finde, jetzt noch im Mainboard zu haben. Spielt man wirklich jetzt den Narset? Ja, damit man noch irgendeinen Pullover kriegt und drankommt. Ich finde es das spannend, dass das immer noch der Edict-Effekt bei Bigger Chains im Board ist. Weil man weiß halt nie, womit die Sachen um die Ecke kommen. Da kommt Murktide drin. Genau das. Kriegscontroller habe ich jetzt neulich öfter gesehen, auch mit Murky. Und der ist gut. Ja, vor allen Dingen, wenn du den so gut protecten kannst und dann halt einfach sagst, ach. Cooler Guns Command. Damage Discard. 2 für 1. Bäh, bäh, bäh. Ja, okay, das ist besser als der Edict-Effekt. Man hat das Fetch dafür weggeworfen, was halt schwierig sein kann. Das stimmt. Ja. Hat man eine Verwendung für den Edict dafür gefunden? Land. Go. Da hat man jetzt auf jeden Fall Endurance ab. Da kommt Fetchland. Nicht schlecht. Kann man jetzt Fetchland spielen, dann die Narset. Ja, ist die Frage, ob die Narset in das Endurance reinwerfen willst. Ja, du musst ja nicht mehr. Das stimmt. Auf der anderen Seite. Boah, da ist noch ein Land auf der Hand. Ist so widerlich. Ah. Vor allen Dingen gleich ist halt mit dem Endurance, jetzt gleich ist halt der Plan im Arsch, ein Sack-Outlet für den Apprentice zu haben, weil wenn eine zweite Kreatur liegt, ist das Käse. Genauso das Fetchland macht es auch obsolet. Ja, wobei man könnte jetzt tatsächlich das nächste Land legen, die Narset legen und wenn der Gegner versucht, die Endurance zu flashen.
kann man das Endurance edicten. Das stimmt. Und du willst ja, dass Narset dir zwei Karten zieht. Ja, Narset ist eine gute Karte. Narset macht aus 1-2. Ja, aus 1-2 ist immer besser als aus 2-1. 3-4, das Brainstorm. Ja. Da war noch ein Zuge. Hätte man auch rausnehmen können, wenn das, obwohl da waren zwei drin. Ja, es könnte auch noch Tamogolf in den Decks drin sein. Ja, eben. Einfach als Beatdown-Plan, es ist immer möglich. So, und dann ist die Frage, gibt man halt einfach ab, ne? Vermutlich. Dann wartet man, der Dingspieler wird das Endurance spielen. Wenn man reinspielen muss, dann kommt das Edikt. Es ist unangenehm, aber man muss es, glaube ich, hier machen, nur damit man den Tempo nicht so verliert. Man hat immer noch einen Discard für 3 Mana gespielt, was der Gegner hat, kann Discard. Ja, und du kannst den Friedhof vom Gegner rausnehmen, was beim Krixis auch ein relevanter Punkt ist. Ja, ein Riesending ist. Da wird nichts gemacht, okay. Ja, auch spannend. Hat noch das Surgical. Was sagt man wieder? Go? Boah, ist das bitter. Puh. Das ist jetzt echt schwierig. Ja, aber wenn man kein Länder zieht, ist es halt immer ein bisschen schwieriger. Ich finde es halt super interessant, weil ganz viele SpielerInnen auch immer wieder daran hingehen und sagen, ja, ich hätte ganz gerne ein eigenes Deck für Länder und so weiter. Wo ich sage, nee. Finde ich überhaupt nicht gut, weil es gehört halt dazu, dass man eben auch mal keine Länder ziehen kann. Okay, wird der Brainstorm gespielt. Das ist jetzt die Frage, ob man auf dem Brainstorm Endurance castet. Man könnte auch auf dem Brainstorm Surgical. Jo, das ging auch. Da ist ein Zuge, da ist ein Push. Andere schwarze Karte oder schwarze Karte? Ein Ponda. Sieht die Zuge, es kann weg. Das ist halt einfach keine Ding wegmacht, das ist halt schon bitter. Keine Dryad. Ich meine wirklich Non-Land Permanent mit Mana Value One or Less? Non-Land One or Less, ja. Ja. Und dann sitzt du dann halt schon da und guckst ein bisschen doof. Ja, guckst du ziemlich in die Röhre, das stimmt. Auf der anderen Seite ist halt immer noch ein Beater, ne? Ja, aber. Entfernt aber halt auch beide Friedhöfe. Er ist sowieso. Das war in dem Deck, glaube ich, nur zum Testen. Und dann ist halt die Frage, was es macht. Ja, mit Snappy und Cooler ganz Command ist halt auf jeden Fall ein spannendes Setup. Draw. Draw. Guck. Da wird geguckt. Immer noch was machen. Ja, wenn dann surgelt man mal im Draw. Den Brainstorm. Oder den Ponder. Den Ponder hätte ich im Draw gesurgical, weil der ist da, glaube ich, auch oben drauf. Man macht das immer erst End of Draw Step. Nicht, wenn der Gegner gebrainstormt hat, weil, naja, er will den Free Shuffle ja haben. Jetzt denkt man nach. Fetched. Okay. Warum? Ich glaube, als Bait für den. Juicy. Man hat immer noch das Ponder oben. Ja. Man hat jetzt immer noch das Ponder oben und baitet so den Endurance. Ja. Und dann hat man immer noch den Push plus. Edikt. Edikt für die Kampagne. Dann muss die Narset halt ein Removal finden, falls der die Chains-Combo schon auf der Hand hat. Ja, das soll die hinkriegen. Die zieht 4 oder 5 Karten tief. 4 und dann Non-Land, Non-Creature Permanent. So, dann hat man nämlich 2 Karten beim Gegner gebaitet. Geht einfach doch drunter. Und die Ponder bleiben im Deck. Wurde der Grave gerade exiled? Vom Endurance, ja. Der wird doch nicht exiled. Aber Endurance legt den Friedhof komplett unter das Deck. Oh.
schlecht. Yes. Ich glaube, das wird auch gleich angemacht, oder? Ich weiß es nicht, aber ist auf jeden Fall spannend. Vier Karten durch. Jace, Snappy, Narset, Balefour. Die Auswahl ist neuen Narset nehmen, oder? Oh, der Jace. Ja, Jace ist quasi genau dasselbe. Ja, Jace, Jace spielen, Jace plusen. Ja, du hast Brainstorm. Dings. Dun, dun, dun. Den Edikt-Effekt offen zu halten, ist eh Käse. Ja, ist nicht so spannend, weil du halt vom Prinzip noch das Land opfern kannst, aber... Die Fable hast du noch als Option. Die macht auch nicht, ändert auch nicht so viel. Nee. Du bist halt jetzt wieder wide open gegen gegen die Combo. Ja. Deswegen ist der Brand Jace mit dem Brainstorm eigentlich die beste Option. Er wird gefate-sealed. Das ist ein Green Sun. Green Sun. Den will ich drunter legen. Oder? Ja. Ja, wird drunter gelegt. Gut, dann geht man in seinen Zug. Jetzt Biggie Chains am Zug. Jetzt sind natürlich mega spannend. Ich habe aber, glaube ich, noch nicht gesehen, dass irgendwie da Chains. Oh, da ist ein. Die Kombos auf der Hand. Oh, ich weiß was. Die hat er in den Zug gezogen. Unter dem Green Sun lag die, ja. Lag die Combo. Wow. 2-0, Biggie Chains. Krass. Krass. Kacke. Habe ich nicht mit gerechnet. Das ist ja mal mega. Super, super cooles Matchup. Es hat mega viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr von mir und auch von uns vom Commentary sehen wollt und hören wollt, abonnieren und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.